Hallo zusammen, mein Name ist Genre und herzlich willkommen auf dem Kanal Wooden. Ich möchte was für meinen Sohn bauen und zwar was richtig Abgefahrenes. Also meine Frau hat gesagt, ich habe einen Sprung in der Schüssel. Ich bin halt wie ich bin und ich habe überlegt, dass ich meinem Sohn ein Ego-Cut baue. Ich als Kind wäre total ausgerastet, hätte mein Vater mir sowas gebaut. Von daher glaube ich, dass er sich darüber freuen wird. Mein Sohn wird aber erst 2 im September. Das heißt, ich muss da ein bisschen aufpassen mit der Geschwindigkeit. Ich habe einen 1000 Watt Motor bestellt. Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, bist du des Wahnsinns. Ich werde das Ding natürlich drosseln. Mir geht es nur darum, wenn ich mir schon die Arbeit mache, dass er dann vielleicht, wenn er 4, 5 oder 6 ist, da auch noch Bock drauf hat. Also was habe ich gemacht? Fangen wir mal an. Ich habe gedacht, okay, ich will das Rad nicht neu erfinden. Ich brauche jetzt mal eine Basis. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir ein Ketka bestellt. Dieses Ketka ist also angekommen. Ich habe gedacht, gut, jetzt habe ich ein Metallgestell, ich habe so ein bisschen die Lenkung, ich habe die grobe Basis. Dann habe ich das Ding genommen und in Einzelteile zerlegt. Diese Einzelteile habe ich auf eine Platte montiert. Boom. Ich habe hier eine USB-Platte genommen. Ich habe die schwarz lackiert. Warum habe ich mir dieses Gestell eigentlich genommen? Diese Lenkung hier vorne, ich habe gedacht, okay, bevor ich mir die jetzt hier irgendwie aufwendig baue, hier ist alles aus Stahl, das funktioniert schon mal wunderbar. Des Weiteren habe ich mir überlegt, wo positioniere ich den Akku. Den Akku habe ich hier hingesetzt, ich habe hier einen Akku genommen, den kann ich hier rausziehen. Ich habe hier einen Akku genommen vom E-Bike, 36 Volt, von der Kapazität her hat das auch gepasst. Habe hier einen Teil 3D gedruckt, später kann ich hier diese Anschlüsse irgendwo hier hinsetzen. Hier wird später mein Motor positioniert. Locker fluffig, zack. Das Schöne ist, wenn ich das jetzt hier abschließe, dann kann mir keiner diesen Akku hier klauen. Und ich muss hier erstmal einen Schlüssel drehen, damit überhaupt der Akku angeht. Also habe ich sozusagen gleich nochmal ein Zündschloss. Ich werde aber nochmal zusätzlich ein Zündschloss dran machen für die komplette Elektronik, so dass ich dann zwar quasi zweimal schalten muss und dann wird das Ding angehen. So, in diesem Paket war natürlich noch ein Stuhl dabei, ein Lenkrad dabei, Reifen dabei. Schauen wir uns die Teile mal an. Hier ist erstmal der Stuhl. Den Stuhl finde ich gar nicht so kacke. Also, er ist jetzt aus Plastik. Der passt hier natürlich drauf, den kann ich hier über die zwei Löcher hier, kann ich den hier verschrauben. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob der zum Einsatz kommt. Bei den Reifen bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Wenn das Kart bei 1000 Watt irgendwann mal ungedrosselt, ich sag jetzt mal 25, 30, 40 km/h schnell fährt, diese Kunststoffreifen hier, das ist alles aus Plastik, ich habe gedacht, die sind zum Pumpen oder zumindest mit Luft, das ist viel zu gefährlich. Also das werde ich auf jeden Fall, die werde ich nicht verbauen. Also die sind meiner Meinung nach Kernschrott. Hätte ich mir gehofft oder ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze, ja, dass es ein bisschen wertiger ist. Aber egal, das Stahlkonstrukt hier mit der Lenkung ist schon mal cool. Lenkrad ist auch cool, kommt hier drauf, kann man hier lenken. Das passt auch. Da muss ich mal gucken, ob ich hier so ein fancy Lenkrad wie bei Kit, kennt ihr das? Also das ist nicht rund, sondern eher so rechteckig bei Knight Rider. Vielleicht sollten wir da auch noch so eine Beleuchtung ransetzen. Also Beleuchtung muss auf jeden Fall dran. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Hier hinten nochmal eine 12 mm Stange bestellt und Führungslager. Ich habe so ein kleines Ritzel bestellt für die Übertragung des Motors. Da muss ich mal gucken, wie ich das nachher alles zusammenpacke und zusammenbaue. Würde aber, denke ich, mal passen. Hier habe ich auch ein kleines Teil 3D gedruckt und die Stange hier festgeschraubt über einen Feststellring. Das gab es auch nicht, einfach nur damit das hier alles weniger Spiel hat. Vorher ist das einfach lose in der Stange geführt worden und jetzt, wenn ich hier bewege, also ich habe hier kaum Spiel in der Lenkung. Das war mir halt wichtig, weil wenn man wirklich mal 20 km/h schnell fährt und das alles schlackert und man extrem viel Spiel hat in der Lenkung, ist das natürlich suboptimal und kacke. Und wenn Fadi was baut, dann ist das vernünftig. Ne? Ich habe mir jetzt eine schöne Tischlerplatte bestellt und ich will das komplette Außengehäuse aus Holz machen, richtig piekfein in Tischlerplatte. Und
da habe ich mir überlegt, was baue ich denn jetzt hier überhaupt? Ich habe dann gegoogelt und geschaut bei YouTube, da bauen ja andere Lambos, eine G-Klasse, also was soll es am Ende werden? Also soll es jetzt irgendwie ein Sportwagen werden, soll es ein Geländewagen werden? Und was ich jetzt mache ist, und das werde ich euch gleich im Zeitraffer zeigen, ich nehme mir einfach Pappe und dann freestyle ich. Das heißt, ich nehme jetzt Stücke, schneide die zu, klebe die dann an, werde die immer wieder anpassen, bis dann irgendwie aus Pappe mein finales Konstrukt fertig ist, wo ich sage, geil, das sieht aus wie ein richtig geiler Sportwagen oder Geländewagen. Das werde ich gleich in den nächsten 10 Sekunden spontan entscheiden. Und wichtig dabei ist, wenn ich die Pappestücke ausschneide, dann werden sie ja immer, also ich werde sie ja nicht biegen oder irgendwas, Holz kann ich auch nicht biegen. Das heißt, ich werde immer gerade Stücke verwenden und die dienen mir dann auch später als Schablone. Dann habe ich natürlich mein finales, meine finalen Teile, die ich zuschneiden muss. Und diese Schablone kann ich dann auch auf meiner Platte positionieren, um zu gucken, wo habe ich am wenigsten Verschnitt. Ich glaube, das ist der intelligenteste Weg, um mich da so ein bisschen ranzutasten. Ich habe das noch nie gemacht. Ich freestyle jetzt, wie gesagt, ich hole mir Pappe, schneide los und guck mal, wie das finale Design dann aussieht. So, ich habe jetzt die wichtigsten Komponenten hier ausgeschnitten, damit ich erstmal grob die Karosse habe. Momentan sieht es noch nicht so high-end aus, muss ich sagen. Es sieht eher nach so Seifenkiste gebastelt aus, weil ich es natürlich erstmal grob mit dem Karton zugeschnitten habe. Ich habe das auch voll echt im Kopf, wie das Ganze nachher aussehen soll. Es ist alles echt schwierig auf Papier zu bringen. Ist auch ein bisschen crazy, was da in meinem Kopf abgeht, aber... es wird geil. Ich bin da 100% überzeugt von. Das Wochenende ist rum und ich habe echt viele coole Sachen bekommen, also die ich bestellt habe. Unter anderem ist mein Motor gekommen. Da habe ich mir eine Motorhalterung ausgedruckt und den schon draufgesetzt. Ich habe meine Steuerbox bekommen. Also das ist so ein kleiner Controller, der den Motor steuern kann, wo ich die Geschwindigkeit dann über ein Pedal steuern kann. Wie das so ist bei China-Produkten, ist da meistens nie eine Beschreibung bei. Hier sind nur einzelne Bezeichnungen. Ich werde jetzt mal ein bisschen tüfteln und gucken, wie das Ganze funktioniert, wo ich was anschließen muss, um dann erstmal zu checken, ob das mit dem Pedal hier überhaupt funktioniert und dass ich den Motor hier schneller oder langsamer fahren lassen kann. Das wäre so das Erste, was ich jetzt machen würde. Dann sind auch noch Reifen gekommen. Also ich habe hier diese Reifen, die sind ja echt, die sind ja aus Plastik. Also wenn der damit mal ein bisschen schneller fährt, boah, da habe ich ein bisschen Angst, dass die einen so wegbrechen. Die haben keine Luft drin, gar nichts. Sind ja nur aus Kunststoff. Ich habe ja gesagt, die will ich eigentlich wegschmeißen. Da sind neue gekommen, die ich bestellt habe. Richtig schöne Alufelge, auch groß, weil wenn es ein Sportwagen ist, der hat ja dann auch meistens, ein geiler Sportwagen, hat er ja mindestens 19 Zoll drauf. Das kommt so vom Größenverhältnis ungefähr hin. Das sieht schon richtig fett aus, wenn die Felge hinten drauf ist. Ich habe jetzt auch gesehen, dass ich da das ein oder andere natürlich hier noch wegschneiden muss bei der Grundplatte, damit die Felge passt. Ich habe ehrlich gedacht, dass die einen kleinen Tick kleiner ist. Ich habe gedacht, das Gesamtmaß wäre 25. Das Gesamtmaß hier ist, glaube ich, irgendwie fast bei 30 cm. Also um 5 cm habe ich mich hier verschätzt. Also werde ich da und hier ein bisschen was anpassen. Meine Tischlerplatte ist gekommen fürs Gehäuse. Also... ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, ob ich mit der Steuerung anfangen soll, ob ich die Reifen anpassen soll oder ob ich das Gehäuse anfangen soll zu bauen. Ich glaube, ich fange jetzt erstmal an, also mit der Steuerung und gucke erstmal, ob sich das Ding hier überhaupt dreht mit dem Pedal. Das ist mir am wichtigsten, weil wenn sich das nicht dreht, dann kann das Ding noch so schick aussehen. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Also werde ich jetzt erstmal ein paar Drähte hier verdrahten und zusammenschließen, so provisorisch, um zu gucken, ob das Ding hier mit dem Fußpedal funktioniert. Gucken wir uns mal dazu die Steuerbox an. Wir haben hier auf der Steuerbox so ein paar Beschreibungen dran. Also hier zum Beispiel steht Indicator, Charging Port, Brake, Sport Brake und so ein paar andere, so Brake Light. Das ist sicherlich alles cool.
Wenn man wahrscheinlich jetzt hier irgendwie die Bremsen aktiviert oder so, dann Kontakt reinpackt, dann gehen die Lampen an, also kann ich mir nur so vorstellen. Wichtig für mich ist jetzt Folgendes. Einmal der hier, ich glaube, der ist für die Geschwindigkeitskontrolle. Dann der hier, der große, der ist einmal für die Batterie. Und der hier, glaube ich, kommt an den Motor. Also diese drei Dinger hier, die müssen einmal angeschlossen werden. Ich habe hier so ein Fußpedal, wo auch drei Kabel dran sind. Machen wir mal das Gummi ab. Hier sind auch drei Kabel dran. Und das kommt ja eigentlich ganz gut hin mit meiner Einstellung von der Geschwindigkeit. Hier sind rot, grün, schwarz und hier ist rot, grün, gelb. Da ich ja, wie gesagt, keine Anleitung, gar nichts von dem bekomme und auch nicht bekommen habe, werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde einfach gelb, also rot und grün jeweils den passenden Farben miteinander verbinden und gelb und schwarz miteinander verbinden und gucken, ob das funktioniert. Hier ist klar, plus, minus. Bei dem Motor ist es halt so, wenn ich den Motor jetzt verbinde und den verbinde ich jetzt falsch rum, dann müsste er einfach nur in die andere Richtung laufen. Das heißt, da kann ich jetzt nicht großartig verpolen. Also als allererstes knipse ich das Ding ab. Das wird mit meinem Akku verbunden. Das mit dem Motor, das mit den Teilen. Ich knipse alles ab, verbinde es mal, drücke auf den Knopf, schau, was passiert. Okay. Wie Sie sehen Sie nichts. Der Motor marschiert noch nicht los. Es kann natürlich daran liegen, an dem Powerlock. Wenn das so ist, dann müsste man die einfach nur zusammenschalten und dann müsste er loslaufen. Weil was anderes macht ja ein Schloss auch nicht. Wir werden sehen, ob gleich alles in Rauch aufgeht. So. Schaff on. Geil. Geil. Okay, jetzt gucke ich mal eben ganz kurz, ob das der Powerlock wirklich mit dem Schlüssel was zu tun hat. Tatsächlich. Wie geil ist das denn, Alter? Okay, ich hab's geschnallt. Es funktioniert. Ich glaube, ich muss mal gleich kurz meinen Schlüssel holen. Den habe ich oben. Dann kann ich das auch gleich verbinden. Und dann habe ich zumindest noch mal die Kontrolle, ob mein Schloss funktioniert. Bin gleich wieder da. Kurzer Cut. Geht's. Schlüssel raus. Geht nichts mehr. Bam! Keiner Scheiß. Läuft. Ey, das macht mich richtig glücklich. Mein Sohn wird so happy. Jetzt fragt ihr euch, ist das jetzt das Teil oder ist das das fertige Auto? Ja, ist es. Ich habe jetzt keine Steps übersprungen oder irgendwas, sondern ich habe, wo ich die Achse aufgebaut habe, hatte ich sie draußen, ich habe ein Video gemacht. Leider hat das dumme Mikro nichts aufgenommen, weshalb ich den Schnitt nicht verwenden konnte. Aus dem Grund habe ich jetzt das fertige Auto von oben hier einmal gefilmt und erkläre euch mal, was ich bei der Hinterachse gemacht habe. Danach zeige ich euch im Zeitraffer, wie ich das Gehäuse gebaut habe. Und dann gibt es das komplette Auto einmal im Überblick. Also ich habe mich dazu entschieden, den Motor hier zu positionieren. Später kommt hier ein Sitz drüber. Ich habe mir eine Halterung 3D gedruckt. Hier habe ich eine Übersetzung von dem Motor über Zahnrad. Zu der Übersetzung sage ich gleich nochmal was. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Ich hatte das vorher komplett anders. Ich hatte das auf einer 12mm Stange mit einer falschen Übersetzung. Erzähle ich gleich nochmal was zu. Hier
habe ich eine Bremse vom Fahrrad genommen, habe hier einen Flansch einfach vom Rohr genommen und die sind nicht so hundertprozentig gerade, deswegen habe ich mir hier mehrere Schrauben reingesetzt, also einmal zum Festsetzen des Flansches und dann nochmal zwei Muttern, damit ich das hier so ein bisschen ausbessern kann, damit es gerade läuft. Und jetzt, wenn ich das hier drehe, läuft das halt komplett gerade in der Bremse drin. Hier habe ich dann natürlich solche Lagerboxen rangesetzt für die 25 mm Welle. Links und rechts ist jetzt ja auch nochmal so ein Flansch, wo der Reifen drauf ist, dass der Reifen nicht runter kann und ist mit der Welle verbunden. Zu der Übersetzung. Hier ist das Problem gewesen, ich hatte das bei Amazon bestellt und Amazon hat mir angeboten, hier, du kannst die Kette mit diesem Zahnrad oder mit der Übersetzung dazu kaufen, wurde empfohlen. Das habe ich natürlich gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, ob es richtig ist oder nicht. Dann habe ich das Ganze per Foto, wo ich komplett fertig war, meinen Kumpel geschickt und er hat gesagt, hat es kurz in sein Berechnungsprogramm reingesetzt und hat oder reingehackt und hat dann gesagt, so habe ich mir gedacht, Motor wird dir zu heiß laufen, du brauchst fast 3 Minuten, um auf die Endgeschwindigkeit zu kommen. Ende vom Lied ist, ich hatte eine falsche Übersetzung. Ich hatte eine Übersetzung von 1 zu 2, das was Amazon mir angeboten hatte. Richtig ist aber 1 zu 4. Was bedeutet das? Wenn ich vorne zum Beispiel 10 Zähne habe, müsste ich hinten 40 haben. Ich habe jetzt sogar eine Übersetzung von 1 zu 5, weil ich kein passendes Zahnrad gefunden habe. Aber größer geht, kleiner ist nur schlecht. Aus dem Grund habe ich jetzt mir dieses Zahnrad gekauft und habe dann überlegt, okay, wie kriege ich es mit der Achse fest? Da hat mein Schwiegervater, sein Bruder hat eine Drehbank, der hat mir das Teil hier gedreht. Hab mir Bolzen hier durchgetrieben und diese Gewindeschrauben sind nur dazu da, dass diese Bolzen dort in dieser Stange drinnen bleiben. Ich kann die dann von hier hinten, könnte ich die wieder raustreiben, deswegen die zwei Löcher. Ist eine richtig coole Lösung. Ist er mit seinem Bruder drauf gekommen, bin ich super mit zufrieden, ist mehr als stabil und wird das Ganze natürlich auch, denke ich mal, tragen. Hier habe ich, wie gesagt, eine Scheibenbremse vom Fahrrad genommen über den Bautenzug. Das geht hier runter. Unterm Auto und dann vorne habe ich einfach einen Griff an eine Metallstange genommen, also ganz normal einen Fahrradgriff, ein Klötzchen dran und dann drücke ich runter. Aber das ist mein finaler Aufbau mit meiner Hinterachse. Was ich auch gemacht habe, den Akku, ich habe einen Akku nach innen gesetzt und einen Akku nach außen gesetzt. Also ich habe zwei Akkus, ich habe sie einfach parallel geschaltet. So habe ich mehr Kapazität, so komme ich weiter mit dem Wagen. Der Sitz kommt hier nachher drauf, das heißt, man wird das hier alles nicht mehr sehen. Den Sitz kann man einfach runterheben und wieder raufpacken. Und hinten, die Batterie ist zum Abschließen, das heißt, mir kann die keiner wegnehmen. Und jemand, der mir hier das Ding hier klauen müsste, müsste schon den Sitz rausnehmen und müsste hier schon das halbe Auto auseinanderbauen. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Also, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Gehäuse gebaut habe im Schnelldurchlauf. Dann gibt es das komplette Auto nochmal mit Details. Und die Testfahrt. Thank you.
yours. Yours? Yours. Come on. Yours? Yeah, that's yours. Come on, jump in. Yes. Come on, let's jump in. Are you ready? Huh? Ready? So, das war's auch schon von diesem Video. Klein Happy Dance hier auf meinem Stuhl. Ich bin gerade noch im Büro vor meinem PC, schneide das Video. Mein Sohn war mega happy, man hat's gesehen. Der will eigentlich jetzt nur noch Auto fahren, was ich sehr, sehr cool finde. Also jedes Mal, wenn er jetzt vom Kindergarten kommt, drehen wir eine Runde und haben Spaß mit dem Teil. Da hat sich die Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ob ich als Bausatz das Ganze vielleicht mal in meinen Online-Shop packen soll. Dann würde ich mir die Mühe machen und das Ganze mit einer Anleitung, wie man das verdrahtet und Co., wo man die Teile herkriegt oder beziehungsweise die Komponenten komplett bei mir einkauft, mit einer Schablone und allem, was dazugehört. Vielleicht würde ich dann das Ganze auch nochmal ein bisschen abwandeln, weil hier und da das Ketka-Gestell, das würde ich jetzt für den Bausatz nicht verwenden. Da würde ich ein eigenes Gestell bauen. Da das, wenn jetzt zum Beispiel jemand das nutzen möchte und auch für sich nutzen möchte, dass es dann alles ein wenig stabiler ist. Für ein Kind ist das okay. Ich bin jetzt auch nicht der Schwerste mit 75 Kilo, das geht auch. Aber ich würde mal sagen, so bis 100 Kilo und dann ist das Schluss. Und wenn man jetzt als Erwachsener so ein Teil fahren möchte und da mal eine Bodenwelle kommt, dann sollte das Ganze schon noch ein bisschen stabiler sein. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video hält, was ihr von dem Go-Kart hält, ob ich mir die Mühe machen soll, einen Bausatz zu entwickeln und zu sagen so, hey, damit können auch Erwachsene fahren. Reichweite habe ich übrigens mit den beiden Akkus 30 Kilometer. V-Max bin ich auch gefahren, war ich bei 25 km/h. Ich habe da ja einen Tacho drauf, das ist GPS gemessen, also wirklich reine 25 km/h. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da sicherlich nochmal, wenn man jetzt zum Beispiel einen 1500 Watt Motor oder so noch mehr drin ist. Aber es ist auch ganz gut so, denn bis 25 km/h braucht man in Deutschland, wenn es rein E-betrieben ist, kein Versicherungskennzeichen oder kein Kennzeichen dafür. Oh, ich muss euch auch ehrlich sagen, also ich habe schon ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn gehabt, als ich mit 25 km/h damit über die Straße gebrettert bin, weil die Lenkung so direkt ist. Also es reicht vollkommen aus. Wenn man mal eben kurz einkaufen möchte oder sowas, da kann man das Gefährt nehmen. Ich werde mit diesem Teil werde ich sogar vielleicht meinen Sohn im Kindergarten abholen. Mal gucken, wenn schönes Wetter ist. Wird auf jeden Fall witzig, wenn ich damit durch die Gegend fahre. Jedes Mal, wenn wir damit durch die Gegend gefahren sind, halten die Leute an und gucken. Ist ja auch was Besonderes. Also, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon hält, von diesem Video. Falls ihr mehr von solchen coolen, kranken Ideen sehen wollt und auch andere Dinge, die ich hier in meinem Kanal zeige, wie Werkzeug optimieren oder auch Werkzeug vorstellen, also alles rund ums Thema Hobbyhandwerk, dann abonniert auf jeden Fall gerne meinen Kanal und bis dahin, peace out.